Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal und herzlich willkommen zu, ihr ahnt es schon, meine lieben Damen und Herren, einem Banger. Heute wird es nämlich richtig krachen, denn ich habe mir gedacht, ich will nicht immer nur auf Call of Duty Gameplay reagieren oder hier die x-te Meta-Klasse, hier das x-te beste Gameplay, hier der x-te Weltrekord, sondern ich möchte auch, ja, generell so ein bisschen mein Content ausweiten, was Gaming angeht. Ja, ich habe ja den Reaction-Kanal, ich habe den Hauptkanal, wo halt verschiedene Gameplays mittlerweile kommen. Ich stream auf Twitch mittlerweile verschiedene Contents, kommt sehr gut an bei euch. Deswegen, Kuss geht raus, Dankeschön. Und heute, da ich mir das wahrscheinlich auch privat angucken würde, reagieren wir auf den Start von Fitnerkraft. Wer und der ein oder andere, wie fangen wir an? Der ein oder andere von euch, der in letzter Zeit in den YouTube-Trends unterwegs war, der wird da nicht drum rumgekommen sein, denn Fitnerkraft ist gerade aktuell so ein, ich sag mal so ein, wie nennt man das? ich glaube, ich würde sagen, es ist ein Hauptschulprojekt, oder? Es ist ein Hauptschulprojekt von der, ja, also von vielen von Twitch-Deutschen, die da machen, ne, wir haben hier Eli, wir haben Monte, wir haben, allein in den Trends jetzt, nur mal in den Trends, ja, ich glaube, wir haben Vive, oder YouTuber-Insel, weiß nicht, ob das jetzt Fitnerkraft ist. Wir haben Rohat, wir haben Hamed, wir haben Fabo mit dabei. Ryrix zum Beispiel auch dabei. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Ich habe nur kurz reingeluschert, ob es überhaupt worth ist, darauf zu reagieren. Und ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wie alt ihr alle so seid. Schreibt es in die Kommentare. Aber irgendwie, ich werde dafür nicht zu alt. Ich finde das witzig. Ich habe 2 Sekunden bei Fabo reingeschaut. Und ja, ich dachte mir, darauf reagieren wir heute. Schaut das Ganze mal an. Lasst ein positives Like und kostet ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt. Und wenn ihr sagen würdet, yo, das ist Content, den man sich angucken kann, würde ich mich darüber freuen, hier einfach auf den Abonnieren-Button klicken. Das ist sehr, sehr geil. Und ich habe auch schon ein Video, auf das wir morgen reagieren. Jungs, bitte, ich versuche doch nur den Server. Geil, wo ist der Rentner? Also, ganz kurz. Erstmal natürlich sind alle Videos verlinkt. Das ist einfach, ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, aber ich glaube, es ist einfach nur ganz viele Content Creator auf einem Minecraft-Server, die bauen und töten sich, dürfen alles miteinander machen. Und ich weiß auch noch nicht ganz, was das Ziel davon ist. Vielleicht werden wir es jetzt neu erfahren. Kurz Ruhe. Ich hatte es noch nicht ganz verstanden. Nur kurz. Guck mal, keiner redet. Okay, sind wir alle da? Klingt ein bisschen älter. Ja. Ey, Willi, dich hört mal richtig schlecht. Nur einmal kurz Ruhe. Wirklich. Was denn? Oh mein Gott. Okay, startet, Heide. Los, geht los, Heide. Warte, ey, nein. Wir müssen. Mann, haltet doch die Schnauze, Digga. Was ist denn los mit euch? Keiner redet, nur Rohat. Rohat, komm her, mutet euch doch. Besser einfach. Könnt ihr mich hören? Ja. Ja, Isa, wir hören dich. Kurz Rohr drehen lassen. Bitte kurz Rohr drehen lassen. Okay, seid ihr ready? Also, das ist geisteskrank. Ist das scheiße, Junge? Warte mal, seid ihr alle da? Ja. Rohr hat das Ganze wohl organisiert. Wir haben hier Trimax, Hamed, Eli, Merz, Mickey. Ja. Es ist so Oma. So, Freunde, ja. Fitnerkraft 2, es gibt eine Regel. Fitnerkraft 2, so oder nicht? 3. Es gibt eine Regel. Jeder redet dazwischen. Bro, ich schwöre, kennt ihr das von der Schule von damals, wo ihr einfach wirklich nur aus Prinzip dem Lehrer auf den Sack gegangen seid? Oh mein Gott. Es gibt keine Regel, hat er gerade gesagt. Ja. Und er sagt, es gibt keine Regel. Oh mein Gott. Es gibt gar keine Regeln. Aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden. Ich bin da generell bei Minecraft nicht so tief drin. Aber ich habe immer mein innere. Das ist ein Abo und Medi. Noch nicht ganz verstanden, was der Sinn jetzt ist. Die größte Farm zu bauen oder so oder einfach gucken, was passiert. Das werden wir jetzt schon mal rausfinden. Wir werden verschiedene. Wir werden uns verschiedene POVs noch anschauen. Wir haben hier noch, ich habe hier noch Eli und Monte offen. Wir gucken mal, vielleicht sagen die was dazu. Bei Fabos Intro ist aktuell bisher das hier. Oder? Direkt getötet. Hat er schon ein Wort gesagt? Crafter. Okay, gerade werde ich anfangen, seine Pilgrim zu bauen. Was aussieht wie Scheiße. Rohat redet. Dieser bringt mir den A3. Bruder, bitte, als wären wir 4 Jahre alt. Ja. Krass. Eli hat mich auf dem Rücken, Bruder. Ich kann da so, also das finde ich sehr witzig, muss ich sagen. Es tut mir wirklich leid. Nur Rohat redet. Es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich liebe dieses Chaos. Was ist das? Ganz wichtig, was ich auch sagen wollte. Bei manchen Leuten, zum Beispiel Edis und Merz, ist es nicht cool, wenn man zum Beispiel das H-Wort sagt oder so. Nee, bei mir ist aber cool, oder? Bei mir ist cool. Scheiße. Bei Edis und Merz nicht, aber meine Mutter könnte beleidigen. Kein Problem. Meine Mutter ist eine Hure. Meine Mutter ist eine Hure. Die dummen Digga. Dafür kill ich dich direkt erstmal, du Bastard. Okay, wie lange geht das jetzt so?
Ansage und dann geht's los. Ansage und es geht los. Was ist das für eine einfache Ansage? Können wir starten? Bitte, ey, Popo, mach mal kurz Stradin. Das ist nicht witzig, ne? Wieder nicht witzig. Mach mal kurz Stradin. 5 Minuten nur. 5 Minuten. Erst, ja, ist, hast du ihn gewandt? Ja, ja, ist hast weg. Ihn okay, ist richtig. Weg. Okay, check. Sehr gut. Ganz wichtig. Schraden hat jetzt 5 Minuten Pause, weil sein Mike, ich halte das nicht mehr aus. Mach schnell Ansage. Ja, oh mein Gott. Es gibt nur eine Regel, dass es keine Regeln gibt. Ganz wichtig, dieses OOC-Ding. Wirklich, manche Leute, die sind, haben übertrieben. Okay, meine lieben Freunde, es geht los. Warte, 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 warte. Es geht los. Scheiße. Kann mich jemand killen? Ich habe nur noch ein Leben. Ey, ich bin, ich töte mich auch kurz. Ich töte mich auch schnell. So, okay, Freunde, ganz kurz, kurzes Intro, damit ihr alles checkt. Fitnesskopf Start, es gibt keine Regeln. Alle Leute haben die ähnlichen Mods, es gibt keine Regeln. Fitner heißt, by the way, falls der ein oder andere Überallmann hier gerade dabei ist, Fitner heißt so Fitner legen, also ein bisschen Stress machen, deswegen Fitnerkraft, versteht ihr, was ich meine? Es gibt halt so intern ein paar Regeln, wie zum Beispiel fanden letztes Jahr die Leute die Villager-Feed zu OP. Das heißt, Leute wie Danny, Solution, Mickey und so wollen alle Villager, sobald es Villager gibt, also ich glaube eigentlich nur Roat und ich wissen, wie man Villager macht, wollen Villager verbieten und sobald die Villager sehen, töten. Deswegen, das ist vielleicht eine Regel und ansonsten gibt es keine Regeln, okay? Es gibt keine Regeln, es geht jetzt hier los, Fitnercraft, es wird, was ich schon offstream Real Talk gehört habe von Leuten, was versucht wird zu machen, ich nenne keine Namen, ist verrückt, okay? Ist wirklich verrückt. Lasst euch überraschen, es wird ein Fest. Okay, ab jetzt Fitnercraft Start. Wir werden jeden Tag richtig viel live sein. Es wird aber krank. Er hat, das ist ja bei Minecraft so witzig. Er hat jetzt immer noch nicht erklärt, was passiert, ne? Ja, genau. Und zum End gibt es auch noch was Wichtiges zu sagen. Enderdrache werden wir erstmal nicht machen, weil letztes Jahr Enderdrache ein bisschen das Projekt kaputt gemacht hat, weil dann konnte man fliegen und so und da kamen die Leute nicht so zurecht mit, weil das halt hier wirklich nicht so die OP-Leute sind und die Leute hier halt ein anderes Skill-Level haben, ne? Deswegen werden wir gar erstmal keine Ahnung von dem nicht machen, aber wir werden es bestimmt irgendwann machen. Achso, ey, ich habe ein Event viel zu schnell nebenbei irgendwas gecraftet, von dem ich nie gesehen habe. Ich jeden Sonntag mit Fabo, aber ich weiß noch nicht, ob ich leaken soll. Mach noch nicht, lass das später sagen. Ja, mach mal nicht, Digga. Okay, jetzt schauen wir mal den Start bei Eli einmal rein, was da abging. Ja, das ist crazy. Ah, das kann nur Sydney sein, hi. Aber ich glaube, es ist jetzt hier wahrscheinlich das gleiche, ne? Die sich erstmal alle auf die Fresse schlagen, so verrückt. Was? Hä, wie viel Leben hatte der? Hallo, hallo? Hört ihr mich ja, jetzt? Ja, ich höre dich, ja, Bert. Ja, wir hören dich, wir hören dich. Oh, Zane, hört man dich? Ey, es gibt doch diesen Gruppen-Chat. Da war Matze, Chat, da war Matze. Ey, ey, Chat, sag ich schon. Los. Du kannst nicht den ganzen Server gegen die Wand fahren, was ist das für ein Skin? Was heißt das? Ich kann den Skin nicht mehr sehen. Warte mal, was heißt das? Was hast du? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Was hat Ross für ein Skin? Saudis? Ich hab doch gar nicht. Digga, das ist das. Mein Vater sieht so aus, sagt sie. Hey, nicht, hör auf, hör auf. Hör auf. Warte, was ist da? Mein Vater sieht so aus, lass mich. Saudis? Digga, das ist geistkrank, ne? Und wir werden! Ey, ja, hör auf, hör auf. Nicht mal los, bitte! Hab ich rote Haare? Okay, ey, ganz wichtig, was ich auch sagen wollte. Bei manchen Leuten, zum Beispiel Edis und Mert, ist es nicht cool, wenn man zum Beispiel das H-Wort sagt, oder? Nee, bei mir ist aber cool, oder? Bei mir ist cool, Jungs. Das war, okay, das war die Stelle, die haben wir gerade eben schon gehört. Das ist mein Grundstück. So, schau mal den Start bei Eli. Kann mich jemand killen? Ich hab nur noch ein Leben. So, jetzt mein Grundstück. Ich kill mich kurz, Chat. Wer ist denn Long Pamelo? Koko, ich lauf mit dir. Mickey und Erdbeer sind verfolgt. Hallo. Wir müssen zusammenhalten. Ich bin jetzt auch einer von euch. Ich lauf mit dir, Koko. Ich lauf mit dir, mein Freund. Man hört doch nichts. Alex, Salam, Willi. Ich hab gesehen, du bist hier so alleine. Was ist los, Bro? Ich fange jetzt an zu bauen. Ich werde auch gleich ein bisschen bauen, mein Freund. Ich weiß nur noch nicht, wo. Ich muss mal gucken. Oh, warte mal. Also man nimmt sich quasi was vor, was man machen möchte, was man bauen möchte oder was? Habe ich das richtig verstanden? Und das ist dann, und dabei... Nee, wir müssen... Kann man das gewinnen? Iconic Arena bauen. Ja, mach ich ja. Ich mache einen kompletten Campus mit Trainingszentrum und alles. Ja, mach, rede. Und ihr müsst morgen gewinnen, ne, Willi? Kein Witz, sonst habt ihr ein Problem. Ihr müsst, sonst wird es ja nichts. Wir werden Farmen bauen, wir werden mein Haus bauen, wir werden Iconic Arena bauen, wir werden richtig krass in, hier, wie heißt es? Neverwhite. Neverwhite werden wir suchen. Wir spielen ohne Villager, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir spielen ohne
ohne Elytra. Mhm. Ey, Willi, das wird so schlimm mit Schlafen. Klau dir mal im Bett schon mal, dann hast du schon mal was. Ja, ich weiß. Ich werde mir gleich mal schauen. Und die reden nicht über Discord, sondern irgendwie, glaube ich, nur über so ein Teamspeak. Und wenn die sich näher kommen, halt so Proximity-Chat, wie ihr das von Lockdown Protocol auch kennt, glaube ich. Hey, Digga, warum hört ihr mich nicht? Hört ihr mich? Was ein Skin! Ey, Jetto, du musst aus der Gruppe rausgehen, damit du denkst, damit wir dich hören. Ey, Jungs, Roat, wie machen wir das mit Schlafen, Bruder? Wir sind 40 Leute auf dem Server, wenn wir schlafen wollen. Das ist stark. So runtergerechnet, dass dann nur ein paar Leute schlafen müssen. Ja, mach mal richtig wenig, Bruder. Das ist ja geisteskrank hier. Weil ich hab mir jetzt ein Bett geklaut. Ach, stimmt, Bett smart hier, warte. Ich mach mir kurz erstmal einen grundsoliden Start-Chat. Als guter Crafter immer ein bisschen Holz dabei haben. Das weiß jeder. Das ist das einmal eins des Craftens. Dann mache ich mir gleich einen richtig schönen Ofen. Ja, hau mir da ein bisschen Schwein rein, ein bisschen. Das habe ich gesehen. Ja, okay. Da habe ich einen Clip gesehen. Da ist Solution erst noch runtergefallen. Oh, da sollen wir nachher hin? Ja, da so in der Nähe Umgebung bauen einfach. Ja, okay. Muss ja nicht so stinkig antworten. Ich mach noch ein bisschen. Das ist Rose. Ja. Erde genommen. Macht sie meine Hütte hier kaputt? Sieben Erde. Ja, ich verstehe schon, warum ihr auf einer Seite seid. Alles gut. Warum sind die auf einer Seite? Was willst du damit sagen? Nein. Was willst du damit sagen? Auf einer Seite, hä? Weil Homies sind. Abo Chips. Weil das Homies sind? Abo ist ein Spawner. Ey Jungs, ohne Witz, ich bin gerade richtig überrascht, wie gut ich noch alles kann, so verquatscht. Und jetzt gehen wir mal mit Monte rein, was da passiert ist. Kann mich jemand killen? Ich hab nur noch ein Leben. Rohat, bleiben wir hier oder suchen wir noch weiter? Wir bleiben, also ich würde sagen... Alle runter von meinem Grundstück. Hier so in der Nähe kannst du halt... Ich glaube, es ist doch kein Proximity-Chat. ...ein Haus bauen, ne? Ich schau mal. Digga, es ist so durcheinander. Es ist so durcheinander gewesen, Digga. Es war so anstrengend. Okay, wir wollen ein Haus... Es war anstrengend, aber witzig. ...Haus bauen, Chat, ne? Oh, diese Minecraft-Musik ist so schön. Also, sagt ihr, das da oben ist kein schöner Spot in dem Berg? Geh mal ein bisschen weiter weg. Ja, aber wir wollen ja im Dorf so gemeinsam, wisst ihr, wie ich meine? Oh, man sieht gar nichts. Wir wollen ja im Dorf so ein bisschen gemeinsam ein Erlebnis haben. Oder nicht? Meint ihr hier oben? Boah, Digga, der Ausblick ist natürlich sauermäßig. Also, was ich an dem Berg hier nicht so geil finde, ist, der ist nicht so breit. Ich finde, der Berg ist nicht so breit. Wieso sind denn da vorne schon Häuser? Hä? Ach, scheiß drauf, ich lass los. So. Ach, von den Villagern, okay. Okay. Hier ist Lava sogar. Digga, der Skin ist so respektlos, Digga. Sid ist krank. Breitenberg. Ja. In die Gruppe, Bruder. Eine Sekunde, Bruder. Digga. Die Leute nehmen das Dorf auseinander. Merkst du das nicht? Ja. Dein Skin ist respektlos. Abo, was ist das denn für eine Scheiße? Warum? Bro. Der Skin ist ja überhaupt. Digga, der Araber-Skin, Digga, ist wirklich respektlos. Aber eine Ader bin ich am Tag gehegt. Was für ein Talk? Was redest du da? Er spielt das realistisch. Bist du ein Schalke aus Du? Breitenberg auch hier so im Anzug unterwegs, sag. Ja, ich bin von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Carsten, aber ich finde dein Skin ist richtig unpassend. Die Nase fehlt, ne? Was ist denn Skin überhaupt? Wer hat denn den ausgesucht? Was ist denn das für ein Skin? Er sagt jetzt über die Nase was. Guck mal, wer hat den Skin denn ausgesucht? Das weiß ich nicht, aber du siehst wirklich nicht aus wie Carsten, Digga. Also, ich bin auch kein Profi, aber du musst jetzt erstmal einen Platz suchen, wo du ein Haus bauen willst, ne? Ja. Ah, soll er Dings sein von Breaking Bad? So dein Zuhause und dann muss man halt anfangen zu farmen, Holz, Werkbank bauen und dann ein Boot und dann kann... Und Fresse. Wie oft warst du im Gym die letzten zwei Jahre? Erzähl mal mit deiner Scheiße. Bro, 156.000 Aufrufe. Skip im Maul. Wie oft... wie oft warst du im Gym, hä? Als du. Ja, oh, du scheiß Instagram-Pumper, Digga. Ja, na klar. Ja, du warst öfter als ich da, okay, aber hast einen fetteren Bauch als ich. Du hast Instagram, Digga, und postest da nie was außer Werbung. Wer hat wen verraten, Digga? Quatsch mir nicht zu. Ein Placement am Tag hat noch niemand geschadet, habe ich mir mal sagen lassen. Ist das krank? Also es ist schon witzig, muss man sagen. Ich finde es schon sehr, sehr witzig. Ich weiß nicht, hat Matze was hochgeladen eigentlich? Ryrex? Nee, das Eli. Er hat jetzt auch zwei YouTube-Kanäle.
Da ist nichts. Doch, guck mal. Moin YouTube, was geht ab? Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute gibt es ein sehr besonderes Video auf diesem Kanal. Nämlich bin ich beim diesjährigen... Das ist auch immer noch so random, dass er dabei ist. Das ist so geil. Fitnercraft dabei in Minecraft. Falls ihr und er hat seinen Background endlich neu gemacht, Chat. Kennt, es ist ein Minecraft-Projekt mit vielen anderen... Apropos, das muss alles weg. Das muss alles weg, ist over mittlerweile. Streamer, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Und ich bin sehr geehrt, dieses Jahr dabei sein zu dürfen. Das ist wirklich crazy. Wenn ihr dieses Video unterhalten hat. Lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Ansonsten genießt das Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja, ja, Mann. Was will ich? Ja, Mann. Oh. Ey, hört auf. Gib Falafel. Ey, hört auf. Ich glaube, Matze ist doch schon wieder richtig tief drin in diesem Scheiß-Game, ne? Ich wette, der ist gerade live und ist wieder am Craften. Ja, ja. Sicher. Guck dir das an. Oh, okay. Copyright. Der ist schon wieder seit 7 Stunden dabei. Oh, bitte weiter mit der Gewalt. Ey, ich werde gleich TNT aufmachen. Digga, was ist das? Warte mal, was ist das für ein Skin? Ich werde gleich TNT aufmachen. Ist geisteskrank. Ey, ich werde gleich TNT aufmachen. Digga, was ist das? Los! Was? Warte mal, was ist das für ein Skin? Los! Hallo, das ist mein Vater. Der sieht so aus, was soll ich machen? Das ist insane! Hört auf mich zu hauen! Ist mal ein cooler Skin. Oh mein Gott, ich werd hier zusammengeschlagen. Was soll das? Immer wieder was Neues aus allen POVs. Ey, Schradi, jetzt geht doch nicht los. Ey, Schradi! Was ein Loser, ja. Warum stickt ihn? Ja, Rahm, Digga. Matze, Maximal Schreide wurde von Dragons auf. Guck ihn dir mal an, was ist das für ein Skin, Digga. Hat Montus sein Mike gefickt, hat jeder seine Sachen gefickt? Ist das krank. Schauen, wo wir in der Höhle gehen. Das ist einfach drei nur krank, ja. Von 50 Erz gewonnen. Eigentlich wurde ich wirklich, also hier wurden Kinder verarscht. Hallo? Ich verstehe auch nichts davon. Lohnt sich das überhaupt bashen? Ich verstehe auch nichts davon, ne? Da ist Zabex. Hallo? Hörst du mich? Ja, was geht? Okay, was geht, Bro? Hast du Blazers gefunden? Nee, ich habe hier eben den Spawner gesucht. Fabo war ja schon drin, aber ich habe auch keine gefunden, Alter. Digga, das ist richtig belastend. Ich finde auch keine. Willi und Eldos, die werden ja niemals was sprengen, was denen nicht gehört. Check. Tötet er die hier? Bruder, Digga, ich weiß nicht, wo das ist, Bruder. Du machst aus mir einen Hund, ich weiß es doch nicht. Ich muss zu minus 300, ich muss da hinten hinlaufen. Hilfe! Digga, was ist das hier, Willi? Was sind das für Dinger? Ich weiß nicht, ich brauch ein Bett. Hier in dem Bett, warte. Ja, warte. Sag laut. Achso, Fabo, ich leih mir kurz was aus. Ja, okay, Eldi, mach. Vom Basic House. Jetzt fallt er gegen Eli. Ganz ernst. Digga, das ist ja, kann Eli nicht ernst meinen. Der kann ich wirklich denken, dass er gegen Matze irgendwas gewinnt. Das ist scheiße. Ey! Ich weiß gar nicht, was ist, wenn man stirbt. Verliert man alle Items oder kann man sich die wiederholen? Verpiss dich! Ich will dich nicht töten! Lass das oder ich töte dich. Wenn du einmal stichst, töte ich dich. Ich mein's ernst. Wenn du einmal stichst, töte ich dich. Hör auf! Jetzt macht man zu ernst. Ja, guck mal, wie er wegrennt. Jetzt macht man zu ernst. Das macht gar keinen Spaß gegen den. Wichser. Lootet er ihn jetzt? Oder holt er sich das wieder alles? Okay, also kann man den Gegner dann auch looten quasi. Ich habe damals einmal Varo geschaut.
Ich hab dreimal gesagt, wenn er mich doch einmal schlägt, töte ich ihn. Okay. Da hat es auf jeden Fall gekracht. Ich fand es sehr unterhaltsam. Ja, schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Lasst ein positives Abo da. Es hat auf jeden Fall gekracht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.